Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Wir haben letztes Mal das Telefon benutzt, also die Hotline. Und jetzt sollen wir mit Emily reden. Das werden wir gleich mal machen. Ich habe die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich! Was sagt er? Er sprach über sein Management-Team. Leute, die die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss, Darling, Tomasi, aber den hat das Zischen erwischt. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist zäh, ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangern in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte. Die anderen Sektoren. Wie komme ich dahin? Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren, aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne überwunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jesse, schau mal, du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Und das Zischen kann dir scheinbar nichts anhaben. Also, ich würde liebend gern ein paar Tests mit dir machen. Also, wenn du einverstanden bist, natürlich. Vielleicht finden wir etwas, das uns helfen könnte. Tests? Ich weiß nicht. Sie könnte dich entdecken. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft. Spitze, ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und ich suche einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben. Okay. Der schon wieder. Was geht denn da ab? Ich glaube, ich habe hier noch was bekommen. Energieschub. Das 5%. Energieschub 6%. Ich glaube, ich mache wieder das Leben. Gegenstände. Was machen die eigentlich? Nix, oder? Ja. Werte Fähigkeiten am nächsten Kontrollpunkt auf. Gegen Maßnahmen des Rats. Waffenformel am Kontrollpunkt. Ja, okay, dann gehe ich zum Kontrollpunkt. Hörst du das? Singt da jemand? Wo kommt das her? Gesang. Klingt, als kommt es aus dem Aufzug. Oh nein, nicht der. Nee. Sicher sollen die Energiequelle angegriffen haben. Das wirft eine Menge neuer Fragen auf. Kommunizieren sie? Sind sie koordiniert? Hat die Quelle sie angezogen? Es bringt nichts, die Motive des Zischens zu raten, wenn wir seine Energie nicht kennen. Wie?
Es muss ein Fusionsreaktor sein, sonst kriegt man unmöglich so viel Energie. Oder? Okay, Outfits. Nee, da habe ich nur wieder meine. Achso, ja, die habe ich vergessen. Oh Gott. Dieser Hausmeister ist so gruselig. Gut, okay. Psy-Schlag. Energie oder Leben. Ich habe 4 Fähigkeitspunkte. Schleudern 2. Kostet 2. Ich nehme nochmal Leben. Und da brauche ich 3. Zusätzliche Waffen. Modifikation. Zerschmetterer. Geil. Ach so, okay. Verdeckte. So, Schmetterer, da habe ich ja Rückstoß minus 6. Dann mache ich minus 7. Ach du meine Quake. Viele dieser Fragen könnten mit dem Fang eines lebenden Exemplars gelöst werden. Ja, dazu fehlt uns die nötige Einrichtung. Vielleicht kriegen wir eine Überwachungseinheit aus dem Isolationssektor. Ich stelle einen Antrag bei Pope. Diese Werte sind seltsam. Selbst für das älteste Haus. Das Zischen manipuliert es irgendwie, regt es auf. Vielleicht harmonisierende Frequenzen? Vielleicht. Hi, Jesse. Ja, schade, gibt's nicht. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Ja. Gut, Analyse der Zischer-Bedrohung, Teil 1. Vertraulich. Zusammenfassung. Gut, erste Begegnung mit dem als das Zischen bekannte Wesen haben mehrere Fakten über sein Verhalten offenbart. Vor allem ist das Zischen in der Lage, die Kontrollpunkte, gewandelte Objekte und sogar Menschen in Kontrollpunkten und Menschen einzudringen. Und diese zu befallen und so ihr Verhalten drastisch zu ändern. Interessanterweise ist keine Person mit einem der tragbaren HAV-Geräten, wie die Dr. Darling in den letzten Wochen verteilt hat, von dem Befall betroffen. Das ist auch komisch, dass er das einfach so ganz schnell gemacht hat. Die einzige bekannte Ausnahme ist die neue Direktorin Jessie Fade, die eine inhärente Immunität gegen das Zischen besitzt. Das könnte darauf hindeuten, dass sie bereits befallen ist, aber ihr Verhalten unterscheidet sich so deutlich von den anderen Zischern, dass ich die Theorie verworfen habe. Meine letzte Beobachtung stammt von der Mrs. Faden persönlich. Sie ist in der Lage, Materialien und Organismen vom Befall durch das Zischen zu reinigen. Wir haben diese Fähigkeit mit einem befallenen Wesen getestet, doch leider scheint der Wirt diesen Prozess nicht zu überleben. Vielleicht wird die Psychologie des Wirts vom Zischen abhängig. Uns steht mehr Arbeit bevor. Vollständige Berichte in Akto. Wieso ist das geschwärzt? Das wurde ja gerade eben erst geschrieben, glaube ich. Von ihr. Ah, wow, cool. Hi. So.
So. Ich will nicht zum Aufzug gehen. Pope will, dass wir so schnell wie möglich ein Feldlabor aufbauen. Wie denn? Während der Quarantäne kriegen wir doch keine Ausrüstung aus der Forschung. Dann guck mal, was du hier finden kannst. Computer, Dokumente, alles an Messgeräten, was du finden kannst. Wenn du Pope unterstützt, erntest du bei Darling sicher Pluspunkte. Guten Tag. Kann ich da jetzt rein? Nee. Ich Zeit für Arbeit. Wir treffen uns in der Wartung. Du arbeitest für mich. Kann es sein, dass der Hausmeister irgendwie ja, also zum Haus gehört, also quasi nicht eine reale Person ist. Ha. Also auf jeden Fall ist der nicht real, würde ich sagen. Zugangskorridor zum Pumpenraum. Geschäftsführer. Gut. Wie gesagt, der Hausmeister ist freundlich. Naja. Ich habe eine Waffe. Sektor ist das Reich des Hausmeisters. Wenn ich Adi hier finde, kann er mir helfen, die Überbrückung zu erreichen. Vielleicht hast du mich trotz der Quarantäne in das älteste Haus gebracht. Vielleicht war es Adi. Er hat wohl den Aufzug erscheinen lassen, der mich in Trenches Büro brachte. Hilft Adi mir auch? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich komme nur in die Einser rein. Der Überbrückungsschalter des Direktors ist da, im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Ja, da gibt's einige Freunde.
Sie machen ja Damage. Die machen ja voll Damage. So, gut. Gut, wir starten nicht am Kontrollpunkt, sondern hier. Das ist schon mal sehr schön. Ich schaue mich doch mal kurz um. Die machen schon einen heftigen Schaden. Der Schalter des Direktors ist da, im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Die machen schon... Das ist geil. Ah, schade. Ich dachte gerade, dass der da sogar noch drin steckt. So, finde Arti. Aber warum wird er hier nicht angegriffen? Warum wird er nicht angegriffen? Das sind so. Das sind so Welle. Das war's, oder? Ja, das war's. Gut. So, Ritual, das ist plus. Da kommen wir nicht rein. Da auch nicht. Da ist ja eine kleine Kiste. Wie viel habe ich jetzt? Ja, schon ein bisschen was.
Hausmeisterbüro. Ah, da. Was ist da hinten? Eine lustige Verfolgungsfahrt. Untersuchen Sie das komische Licht. Der singt schon wieder so. Hä? Oh! Was? Was? Säubere. Okay. Oh, hier wird mir echt übel. Gut. Willst du springen? Ach, jetzt checke ich erst, dass die Wände so wellenförmig sind. Alter. Ein Objekt der Macht. Wie ist es wohl hier hergekommen? Ein Karussellpferd. Warum sind Kindersachen immer so gruselig? Warum sind Kindersachen immer so gruselig? Also Karussellpferd jetzt eher weniger, aber so Puppen oder so. Ästhetik. Verwende Flucht, um... So. Geil. Oh. Goldgegner sind gegen. Okay, das heißt. Ich springe einfach runter. Gegner sind. Okay. Ach so, ich sollte die einfach ignorieren. Okay. So. Und ich würde sagen, hier kommen wir das nächste Mal wieder raus. Ja, jetzt können wir in der Luft ausweichen. Ist ja geil. Cool. Das wird noch sehr lustig. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.